Für Selbstständige ist die Buchhaltung eine sehr wiederkehrende, repetitive Aufgabe. Bei all solchen wiederkehrenden Aufgaben helfen Routinen, um nicht jedes Mal von Neuem sich einen Überblick verschaffen zu müssen. Eine wirklich gut funktionierende Routine stelle ich dir in diesem Video einmal vor. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und der Gesetzgeber schreibt dir nicht vor, wie du deine Buchhaltung zu erledigen hast. Der Gesetzgeber schreibt dir zwar vor, wann du eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, wann eine zusammenfassende Meldung und was die Deadline ist für die Steuererklärung. Das heißt, wann du was erledigt haben musst, das schreibt er dir schon vor. Er schreibt dir aber nicht vor, wie du es zu erledigen hast oder in welcher Frequenz und so weiter. Aber ich weiß, dass solche Routinen in der Praxis sehr hilfreich sind und ich selbst war über 15 Jahre selbstständig und habe natürlich in meinem beruflichen Leben auch schon mit wahnsinnig vielen Selbstständigen zu tun gehabt und auch Einblick in unglaublich viele unterschiedliche Arten, eine Buchhaltung zu machen. Und in diesem Video möchte ich dir einfach mal eine Routine vorstellen für deine laufende Buchhaltung, die sich in der Praxis sehr erprobt hat. Meine empfohlene Buchhaltungsroutine teilt sich in drei Teile. Und zwar einmal die wöchentliche Routine, das ist das, was du einfach jede Woche machen solltest. Einmal die monatliche Routine und die Dinge, die du einmal im Jahr machen solltest. Meistens kurz bevor du die Steuererklärung machst oder während du die Steuererklärung machst. Und dieses System hat sich in der Praxis ganz gut erprobt. Das heißt, du solltest wirklich einmal in der Woche, einmal im Monat und einmal im Jahr einen Termin mit dir selbst machen. Und diesen Blocker kannst du auch schon Wochen, Monate voraus in deinen Kalender setzen. Für den wöchentlichen Termin solltest du 1 bis 2 Stunden einplanen. Und idealerweise nimmst du dir da einen fixen Termin pro Woche. Ich selbst habe das über viele Jahre immer freitags nachmittags gemacht. Also freitags zwischen 15 und 17 Uhr. Und das bedeutet dann auch, dass ich zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag nichts gemacht habe. Also ich habe keine Rechnung geschrieben, keine Überweisung gemacht und so weiter. Doch was mache ich denn in meinem 1 bis 2 Stunden Block einmal pro Woche? Erstens, ich schreibe Rechnungen. Und zwar vor allem die Rechnungen, die ein bestimmtes Projekt abrechnen. Das heißt, ich habe einen gewissen Auftrag, den beende ich und dann schreibe ich eine Rechnung. Und das mache ich immer in diesem Fenster. Ein bisschen anders ist das bei Aufträgen, die über mehrere Monate gehen, wo ich Monatsrechnungen stelle. Das kann ich natürlich nicht einmal in der Woche machen. Das heißt, ich schreibe einmal pro Woche Rechnungen und schaue natürlich, ob die Rechnungen auch bezahlt worden sind. Weil wenn sie nicht bezahlt worden sind, dann sollte ich eine Mahnung schicken. Und das kann ich dir auch sehr empfehlen, dass du relativ zügig eine Mahnung hinterher schickst, falls ein Kunde nicht bezahlen sollte. Aber eins solltest du bei Mahnungen bitte nicht machen. Und zwar erste, zweite, dritte Mahnung draufschreiben. Weil was machst du, wenn du jemandem eine erste Mahnung schickst? Du sagst dieser Person oder diesem Unternehmen, na, da wird auch noch eine zweite kommen, sonst würdest du halt nicht erste Mahnung draufschreiben. Deswegen, in der Praxis hat sich gezeigt, wenn du erste Mahnung draufschreibst, dann sinkt eher die Zahlungsbereitschaft, anstatt dass sie steigt. Deswegen lass diese Durchnummerierung einfach weg. Was ich außerdem einmal in der Woche machen würde, ist Überweisungen. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dass du nicht dann überweist, wenn du die Rechnung bekommst, sondern du sammelst die Eingangsrechnungen und einmal in der Woche ist Zahltag und dann überweist du alle Rechnungen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, bitte bezahle keine Rechnungen, die nicht ordnungsgemäß sind. Du brauchst für deine Buchhaltung und für den Vorsteuerabzug nämlich eine ordnungsgemäße Rechnung. Also eine Rechnung, die dem deutschen Steuerrecht entspricht. Sonst kannst du keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Und das Problem ist, wenn du eine Rechnung bezahlst, dann ist es relativ schwierig, anschließend noch eine korrigierte Rechnung zu bekommen. Wenn du diese Rechnung aber so lange nicht bezahlst, bis du eine ordnungsgemäße Rechnung bekommst, dann ist die Bereitschaft überraschenderweise relativ groß, dir möglichst schnell auch die korrekte Rechnung zu geben. Deswegen würde ich dir grundsätzlich empfehlen, überweise nur ordnungsgemäße Rechnungen. Außerdem würde ich einmal die Woche alle Unterlagen zusammensammeln und hochladen. Also entweder hochladen zum Steuerberater in dem Ordner, den ihr habt, um die Belege auszutauschen, oder aber ins Online-Buchhaltungsprogramm. Das heißt, wenn du selbst deine Buchhaltung über so eine Online-Lösung machst, würde ich einmal im Monat alle Rechnungen, die sich in dieser Woche angesammelt haben, einfach da hochladen, damit sie da schon mal an dem richtigen Ort sind. Natürlich zählt auch dazu, dass du den Überblick darüber verschaffst, ob alle Unterlagen, also alle Ein- und Ausgangsrechnungen wirklich auch vollständig sind, ob sie korrekt sind und die dann da gebündelt ablegen. Das gilt vor allen Dingen für die Rechnungen, die gerne verloren gehen. Was geht gerne verloren? Kassenbons, die du bar bezahlst. Die fliegen meistens so lange irgendwo rum, bis sie verloren gehen. Und um das zu vermeiden, solltest du es dir zu deiner wöchentlichen Routine machen, dass du diese Belege sammelst und dann auch einmal in der Woche hochlädst. Und ein wichtiger Aspekt bei Kassenbons ist, dass die meistens auf Thermopapier gedruckt sind. Und das Dumme an Thermopapier ist, es bleicht aus. Das heißt, wenn du einen Kassenbon gedruckt auf Thermopapier ein Jahr lang aufbewahrst, dann kannst du es unter Umständen nach einem Jahr nicht mehr lesen, was denn da eigentlich drauf stand. Deswegen solltest du relativ zeitnah diesen Kassenbon entweder einscannen, abfotografieren oder irgendwie kopieren, damit du auch noch Monate oder Jahre später weißt, was du denn da eingekauft hast. Super ärgerlich, wenn du bestimmte Betriebsausgaben nicht mehr ansetzen kannst, weil du
du den Kassenbon nicht mehr lesen kannst. Außerdem würde ich dir in deinem wöchentlichen Termin empfehlen, dass du in diesem Termin die ganzen Briefe vom Finanzamt und sonstigen Behörden bearbeitest. Meistens hast du für solche Briefe eine Frist von ungefähr einem Monat. Also bei einem Steuerbescheid kannst du innerhalb von einem Monat noch einen Einspruch einlegen. Allerdings ist es nicht empfehlenswert, dass du diese Briefe wirklich nur einmal im Monat bearbeitest, weil dann ist unter Umständen die Frist sehr, sehr, sehr kurz und du musst ja eventuell nochmal Rücksprache halten und so weiter. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du die Briefe, die du bekommst von Behörden, Finanzämtern auch sammelst und einmal in der Woche in dem Termin mit dir selbst quasi durcharbeitest und beantwortest. Neben dem wöchentlichen Termin solltest du noch einen monatlichen Termin mit dir machen. Den brauchst du vor allem für die Umsatzsteuer. Wenn du deine Umsatzsteuervoranmeldung quartalsweise abgeben musst, reicht es auch, wenn du diesen Termin einmal im Quartal machst. Meiner Erfahrung nach brauchst du für diese Tätigkeiten ungefähr 2 bis 4 Stunden. Und da machst du alles, was für die Umsatzsteuer relevant ist. Und das erste ist natürlich, nachdem du die Rechnungen wöchentlich alle hochgeladen hast, dass du sie erfasst. Und zwar deine eigenen, also die Ausgangsrechnung solltest du erfassen und alle Eingangsrechnungen, die du ja auch schon wöchentlich hochgeladen hast. Es reicht aber nicht, wenn du nur die Rechnungen erfasst, sondern du musst auch die Zahlungen erfassen. Also deine Bankkonten, PayPal-Konto, Kasse und so weiter. Überall, wo geschäftliche Zahlungen stattgefunden haben, da solltest du auch diese Transaktion buchen. Es gibt allerdings auch umsatzsteuerrelevante, ja, Geschäftsvorfälle und Situationen, für die du weder eine Rechnung noch eine Transaktion hast. Und auch die solltest du monatlich bzw. quartalsweise erfassen. Das häufigste und auch vom Volumen und Betrag das größte ist die Firmenwagenversteuerung. Wenn du einen Firmenwagen hast, den du auch privat nutzt, musst du auf die private Nutzung tatsächlich Umsatzsteuer zahlen. Und diesen Nutzungsanteil, also wie viel du da versteuern musst, das ermittelst du mit der 1%-Methode oder mit dem Fahrtenbuch. Wenn das ganze Thema neu für dich ist, schau mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich ein vertiefendes Video speziell dazu einmal verlinkt. Und diese Wertentnahme, also diese Leistungsentnahme, die solltest du auch monatlich und quartalsweise buchen, weil du diese Umsatzsteuer in deiner Umsatzsteuervoranmeldung auch erklären musst. Das Ganze gilt aber nicht nur für die Leistungsentnahme der Nutzung des Firmenwagens, sondern auch bei sonstiger Leistungsentnahme. Also wenn du beispielsweise einen Handyvertrag hast, der kostet 100 Euro im Monat und du bezahlst diese 100 Euro einfach jeden Monat von deinem Geschäftskonto und buchst sie erstmal vollständig als Betriebsausgabe, du nutzt diesen Handyvertrag aber auch zu 50% privat, dann musst du das Ganze aufteilen und dann musst du 50 Euro als Leistungsentnahme einmal im Monat buchen. Was du auch machen könntest, ist direkt in der Erfassung einfach nur 50% als Betriebsausgabe buchen. Das wäre auch richtig, aber wenn du erstmal alles als Betriebsausgabe gebucht hast, musst du halt 50% Leistungsentnahme quasi buchen und musst darauf dann auch die Umsatzsteuer zahlen. Was du außerdem einmal im Monat erfassen solltest, sind die Sacheinnahmen. Das haben ehrlicherweise nicht alle Selbstständigen, aber wenn du für deine Leistungen zum Teil in Dienstleistungen oder Produkten bezahlt wirst, dann musst du auch das erfassen, weil auch darauf musst du tatsächlich Umsatzsteuer zahlen. Wer hat sowas in der Regel? Influencer, Content Creator und so weiter. Das heißt, wenn du Produkte bekommst für deine Werbeleistung, dann musst du auch darauf Umsatzsteuer bezahlen und auch die musst du natürlich einmal im Monat erfassen, damit die Umsatzsteuervoranmeldung dann richtig ist. Aber diese Geschäftsvorfälle, wo du weder eine Rechnung noch eine Transaktion hast, die gibt es nicht nur auf der, ich würde mal sagen, Einnahmenseite, sondern auch auf der Kostenseite. Wenn du zu Hause beispielsweise ein Arbeitszimmer hast und das prozentual ausrechnest, also so einen Grundriss gemacht hast und jetzt zum Beispiel sagst, 20% meiner Wohnung ist mein Arbeitszimmer und deswegen setze ich 20% von meinen Mietkosten und Mietnebenkosten ab, dann solltest du das monatlich erfassen. Warum? Weil in diesen Mietnebenkosten ist Umsatzsteuer enthalten und diese Umsatzsteuer kannst du geltend machen in der Umsatzsteuervoranmeldung. Und auch deswegen solltest du das einmal im Monat bzw. einmal im Quartal erfassen. Und nachdem du all das gemacht hast, also Rechnungen erfasst, Zahlungen erfasst und sonstige Geschäftsvorfälle erfasst, dann kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung machen. Dafür hast du in der Regel 10 Tage Zeit nach dem Voranmeldezeitraum. Also 10 Tage nach einem Monat oder 10 Tage nach einem Quartal. Außerdem solltest du monatlich und quartalsweise überprüfen, ob du unter Umständen eine zusammenfassende Meldung abgeben solltest. Wenn du Geschäftsbeziehungen hast mit Unternehmen aus dem EU-Ausland, kann es sein, dass du eine zusammenfassende Meldung abgeben musst. Das heißt, auch das solltest du überprüfen. Der Voranmeldezeitraum ist da meistens das Quartal. Aber du solltest es zumindest regelmäßig überprüfen, ob das eventuell ansteht. Mit deiner wöchentlichen und monatlichen Routine bist du unterjährig ehrlicherweise schon perfekt aufgestellt und bist wahrscheinlich vielen, vielen Selbstständigen weit voraus, was Ordnung und Struktur betrifft. Aber du brauchst auch nochmal einen jährlichen Termin für deine Buchhaltung. Und zwar hast du bisher ja eine Buchhaltung, du musst diese Buchhaltung aber irgendwie zu einer Einnahmenüberschussrechnung und dann in die Anlage IÜR bringen. Und dafür musst du noch einmal im Jahr so ein paar Tätigkeiten machen, um quasi ja, die Buchhaltung in das richtige Format zu bringen. Wie lange das dauert, ist sehr abhängig davon, wie viel du da zu erledigen hast. 4 Stunden sollten aber locker ausreichen. Bei den jährlichen Aufgaben würde ich als erstes Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen.
Wenn du länger als 8 Stunden außer Haus warst, kannst du tatsächlich eine Pauschale in den Betriebsausgaben einbuchen. Und zwar für jeden einzelnen Tag, bei dem du mindestens 8 Stunden außer Haus warst. Deswegen solltest du deine Termine genau dokumentieren. Das heißt, wann warst du wo? Und noch wichtiger, wann warst du länger als 8 Stunden unterwegs? Weil für jeden Tag kannst du dann eine Pauschale buchen. Aber du hast nicht nur eine Pauschale für die Tage, wo du außer Haus warst, sondern auch für die Tage, an denen du zu Hause gearbeitet hast. Du hast einmal, das hast du monatlich hoffentlich schon gemacht, das Arbeitszimmer. Das heißt, wenn du ein separates Arbeitszimmer hast, dann setzt du ja prozentual die tatsächlichen Kosten an. Wenn du das nicht hast, hast du aber die Möglichkeit, eine Homeoffice-Pauschale anzusetzen. Und zwar in Höhe von 6 Euro pro Tag. Und da kannst du maximal 210 Tage pro Jahr berücksichtigen. Also 6 mal 210 Tage sind maximal 1260 Euro, die du als Homeoffice-Pauschale in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Einen weiteren Punkt, den du einmal im Jahr überprüfen solltest, sind die Geschenke an Geschäftspartner. Du kannst Geschenke an Geschäftspartner als Betriebsausgabe absetzen, also die Anschaffungskosten. Aber nur, wenn du pro Geschäftspartner pro Jahr nicht mehr als 35 Euro ausgibst. Das bedeutet, du musst für jeden Geschäftspartner das gesamte Jahr einmal betrachten, wie viel Geschenke du ihm eigentlich gemacht hast, also in welchem Wert. Und du kannst es nur absetzen, wenn es unter 35 Euro liegt. Wenn du 2 Geschenke à 20 Euro machst, dann wird auch das erste Geschenk nicht mehr absetzbar. Deswegen musst du eine Liste führen, wem du wie viele Geschenke gemacht hast und die solltest du natürlich auch einmal im Jahr noch einmal überprüfen. Einen weiteren Punkt, den du überprüfen solltest, sind die Abschreibungen des Anlagevermögens. Anlagevermögen ist ja das Vermögen in deinem Unternehmen, was du dauerhaft in deinem Unternehmen nutzt. Zum Beispiel dein Firmen-Kfz. Den verbrauchst du ja hoffentlich nicht mit der ersten Fahrt und auch nicht im ersten Jahr, sondern den hast du dauerhaft im Unternehmen, um damit zu arbeiten. Das bedeutet, dass du die Anschaffungskosten über einen längeren Zeitraum aufteilen musst, über die sogenannte Nutzungsdauer. Und im ersten Jahr hast du dafür zwar eine Rechnung und eine Transaktion, also eine Überweisung, aber im zweiten, dritten, vierten Jahr unter Umständen nicht. Aber diese Abschreibungen musst du trotzdem auch in den folgenden Jahren steuerlich berücksichtigen und das musst du einmal im Jahr auch erledigen. Es kann allerdings bei Anlagevermögen ja auch immer mal sein, dass was dazukommt oder wieder weggeht. Oder aber, dass du etwas betrieblich gekauft hast, was du jetzt anschließend aber ausschließlich privat nutzt. Also du hast beispielsweise letztes Jahr ein Smartphone gekauft, du benutzt es jetzt aber gar nicht mehr für deine Selbstständigkeit, sondern ausschließlich privat. Dann musst du quasi dieses Anlagevermögen, dieses Smartphone, dem Betriebsvermögen entnehmen und auch das musst du einmal im Jahr buchen. Das Ganze kann natürlich auch andersrum passieren, dass du privat ein Smartphone gekauft hast, jetzt benutzt es aber privat gar nicht, sondern ausschließlich für die Arbeit. Dann würde ich dir immer empfehlen, dass du dieses Smartphone dann in das Betriebsvermögen einlegst, weil dann kannst du es im Betriebsvermögen abschreiben und so Steuern sparen. Ein weiterer Punkt, den ich immer einmal im Jahr prüfen würde, sind die nicht abziehbaren Betriebsausgaben. Zum Beispiel die Bewirtungskosten. Du kannst Bewirtungskosten nur zu einem Teil als Betriebsausgabe geltend machen, und zwar zu 70%. 30% deiner Bewirtungskosten darfst du nicht als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, du musst immer 30% rausrechnen als nicht abziehbare Betriebsausgaben. Es gibt einige Buchhaltungsprogramme, die machen das schon automatisch. Das heißt, jedes Mal, wenn du Bewirtungskosten buchst, wird das aufgeteilt in 30% nicht abziehbar und 70% abziehbar. Wenn dein Buchhaltungsprogramm das aber nicht macht, dann solltest du einmal im Jahr deine gesamten Bewirtungskosten anschauen und 30% davon dann umbuchen auf nicht abziehbare Betriebsausgaben. Ich hoffe, meine wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Buchhaltungsroutinen konnten dir weiterhelfen und du sparst unter Umständen auch Zeit mit diesen Routinen. Hast du andere Routinen, die du nutzt in deiner Buchhaltung oder Vorschläge oder Dinge, die ich vielleicht vergessen habe, dann lass es mich doch einmal unten in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich organisiert hast. Wenn du sagst, dass du diesen ganzen Quatsch gar nicht machen möchtest, dass es am liebsten alles ein Steuerberater erledigen sollte, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wir sind ein solcher Steuerberater. Wir nehmen dir fast alles von dem, wovon ich gesprochen habe, gerne ab. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir dir genau weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch noch die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.